Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Goyni, ich habe eben mit Freude festgestellt, dass Sie unseren Antrag verstanden haben. Genauso ist er gemeint, wie Sie es am Ende darstellten. Er ist nicht gemeint, dahingehend nun ein zusätzliches Füllhorn irgendwie aufzumachen und gute Taten zu tun, sondern er ist gedacht als ein zusätzliches Instrument zur Förderung aktueller Bedürftigkeiten, Bedürfnisse, die in dieser, na, das junge Pflänzchen ist ja inzwischen einige Jahre alt, die in dieser sehr, sehr lebendigen Szene sich alljährlich auftun und mit den tradierten Haushaltsinstrumenten nur schwer zu befriedigen sind. Wenn Sie sich das komplizierte, immer komplizierter werdende, Frau Harrand, Sie sollten das wirklich mal tun. Frau Lange hatte da mal so eine Handreichung geschrieben, glaube ich. Das immer komplizierter werdende Fördersystem für diesen Bereich anschauen. Man braucht inzwischen tatsächlich eine Art Kompass mit einer sehr guten Karte und am besten noch ein Navigationssystem, um da durchzusteigen. So, und am Ende ist dann die Frustration spartenübergreifend bei sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern, dass man die Absicht sehr wohl sieht, aber einfach mal die Masse und die Mechanismen so sind, dass das Gegenteil erreicht wird inzwischen von vielem, was eigentlich beabsichtigt ist. Ich hatte in den letzten Tagen sehr viele Gespräche spartenübergreifend mit Künstlerinnen und Künstlern aus diesen Bereichen der freien Szene. Und alle sagten mir, ja, wir brauchen hier tatsächlich mehr Flexibilität in diesen Fördersystemen. Deswegen haben wir diesen Antrag eingereicht. Er ist kein, Frau Harrand, ich wundere mich, wie Sie auf diese Klassifikation kommen. Es ist kein populistisches Wischiwaschi irgendeiner durchgeknallten Oppositionsfraktion, sondern es handelt sich hier 1:1 um die in eine Plenarantragsform gegossene Vorschlagsliste, die aus der Koalition der Freien Szene Berlin selbst erwachsen ist. 1:1. Und zwar, ich gehöre, Frau Lange wird sich erinnern, sie gehörte auch dazu, zu den Politikerinnen und Politikern dieses Hauses, die die Entstehung der Koalition der Freien Szene Berlin sozusagen von der Geburtsstunde an haben eine Zeit lang begleiten dürfen. Dieser Vorschlag nach dem Freien Kulturfonds Berlin kam aus der freien Szene der Stadt selbst, und zwar zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass die Idee der Citytex-Umsetzung so nicht funktioniert, weil es wurde anderes beschlossen. Da kam dieser Vorschlag. Da kam auch der Vorschlag über die Verwendung. Da kam der Vorschlag, ja, wir machen das mal gemeinsam. Und Frau Harrand, ich verstehe überhaupt nicht, weshalb Sie von Misstrauen geschüttelt werden, wenn wir hier schreiben, Künstler sollen bitte über künstlerische Belange selbst mitentscheiden dürfen. Das ist doch wohl das billigste Mittel von Partizipation überhaupt, was denkbar ist, dass die Betroffenen in den Diskurs gehen über die Verwendung von Mitteln, die sie angehen. Ich weiß nicht, was daran so sträflich sein soll. Gut, deswegen haben wir gesagt... Herr Brauer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Harrand? Ja, aber bitte, gerne, mit Vergnügen. Bitte schön, Frau Harrand. Es ist doch nicht so, dass die Künstler nicht mitentscheiden sollen, sondern es geht darum, wer letztendlich dann die Entscheidung trifft. Und das hat mit Misstrauen nichts zu tun, sondern damit, dass man auch Entscheidungen braucht, die vernünftig sind und parlamentarisch untersetzt sind. Jetzt haben Sie das Fragezeichen allerdings vergessen, ja, Frau das Kollegin. Macht nichts, ich verstehe es. Aber irgendwie. Sie haben es ja mitbekommen, Herr Kollege. Ich glaube, ich weiß, worauf Frau... Das war eher eine Positionierung. Warum auch nicht? Nee, Frau Harrand, dann haben Sie das immer noch nicht verstanden. Es geht hier um ein zusätzliches Instrument. Es geht nicht um die Entscheidung, sozusagen um eine Verlagerung der Entscheidungsfindung für die Konzeptförderung, für die Basisförderung, für was weiß ich nicht alles für Förderungen, sondern es geht wirklich um ein zusätzliches Instrument. Und es geht um eine Summe von 10 Millionen Euro spartenübergreifend, 10 Millionen Euro, die dann gesetzt werden vom Haushaltsgesetzgeber. Wir entscheiden hier über die Quantität dieser 10 Millionen. Ob nun im Falle eines aktuellen kulturellen Prozesses in dieser Stadt plötzlich die Notwendigkeit entsteht, einen etwas größeren Anteil zur Förderung von Projekten für den freien Tanz zur Verfügung zu stellen und im Jahr darauf vielleicht mal stärker das Augenmerk zu setzen auf die zeitgenössische Musik. Bitte schön, diese Entscheidung maße ich mir doch nicht an, und das sollten Sie auch nicht tun. Da fehlt uns beiden entschieden Kompetenz.
Und das gehört dann bitte schön in solche Gremien. Wir haben solche Gremien auch in anderen Fällen und die Betroffenen sollen hier wirklich mitentscheiden. Was heißt die Betroffenen? Das klingt so negativ. Diejenigen, die Kunst machen, die für den künstlerischen Prozess in dieser Stadt zuständig sind, weil sie ihn führen, die mögen bitte mitentscheiden, was mit dem Geld geschieht. Daran ist nichts Schlimmes. Daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich sage noch einmal, das ist die sozusagen die primitivste Form von Partikulation, die man sich eigentlich nur denken kann. Und das sollten Sie als Sozialdemokratin, wenn Sie den Begriff im zweiten Teil Ihres Parteinamens ernst nehmen, eigentlich unterstützen. Das sollten Sie eigentlich unterstützen. Und Herr Magalski, Ihr seinerzeitiger Antrag hat mit diesem überhaupt nichts zu tun. Sie wollten einen Notfallfonds für bedrohte Kultureinrichtungen, die plötzlich in Not geraten. Und da war das vollkommen egal, ob es sich um eine Neuköllner Oper, um die Staatsoper unter den Linden im Schillertheater oder was weiß ich, Hans Wurst Nachfahren handelt. Das war völlig egal, aber das ist, glaube ich, keine Lösung. So kann man das nicht machen. Ich bin froh, dass Herr Gollny gesagt hat, hier ist ein Vorschlag auf dem Tisch, der ernst zu nehmen ist, über den man streiten kann und wo man in den Diskurs eintreten muss. Und genau diesen Diskurs möchten wir. Mit den Künstlerinnen und Künstlern allerdings. Das sollten wir dabei nicht vergessen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.